Die letzte ROH-Show vor Judgment Day ist am Start und wir haben hier schon wieder eine geile Card. Marty Scurll gegen den Amazing Red, Finn Balor gegen Hiroshi Tanahashi, wir haben Petey Williams gegen Liger und Toyota. Ja, das ist halt doof. Das ist halt noch so eine Krankheit von 2K, dass Rivalitätsmatches halt einfach die ganze Zeit kommen. Und meine lieben Freunde, wir gucken uns keine Pay-Per-View-Matches vorab an, weshalb ich jetzt gesagt hätte, so cool Marty Scurll gegen Amazing Red ist, Prince David bzw. Finn Balor gegen Hiroshi Tanahashi. Das finde ich eine geile Ansetzung. Das finde ich eine geile Ansetzung, weshalb wir uns das hier heute angucken, meine lieben Freunde. Beim Pay-Per-View sehen wir sowieso AJ gegen Super Dragon und Co. Also brauchen wir uns das jetzt nicht in der Wochenshow angucken. Deswegen meine Frage an euch, wer wird gewinnen? Ausrufezeichen Vote 1 für Finn Balor oder 2 für Tanahashi. Auch ich werde meinen Tipp machen. Boah, das ist schwierig. Das ist sauschwierig, wenn ich ehrlich bin. Wir gucken uns den Rest der Card an. Und wir haben hier Marty Scurll gegen den Amazing Red, welches Marty Scurll the Villain gewinnt. Wir haben Petey Williams gegen Liger. Und die Championship-Rivalität wird schnell persönlich. Sie greifen sich weiter gegenseitig an. Und wieder gewinnt Liger. Wieder. Gewinnt dann beim Pay-Per-View Petey Williams. Ja, weiß das schon. Toyota gegen Lita gewinnt. Oh, der Frust von Toyota wächst weiter gegen der Niederlage gegen Lita. Ja, das glaube ich. Toyota ist garantiert sauer. Hallo, best in the world. Und Lita gewinnt again. Ui. Und dann haben wir Super Dragon gegen AJ Styles, welches wieder Dragon gewinnt. Super Dragon strebt nach dominanten Leistungen im Kampf um den Championship und rüttelt gewaltig am Titelanspruch. Heilige. Super Dragon gewinnt wieder. Hä? Checkt ihr eigentlich, was hier los ist? Pure Champion Petey Williams verliert wieder gegen Liger. Women's Champion Toyota verliert wieder gegen Lita. Und World Champion AJ Styles gewinnt, verliert wieder gegen Dragon. Kriegen wir beim Pay-Per-View 3 Titelwechsel oder was geht hier eigentlich ab? Boah, was krass. Anschauen tun wir uns heute Prince Devitt gegen Tanahashi, einfach nur, weil wir wieder 2 neue Leute dabei haben, die noch nie im Universe zu sehen waren. Und ich frage, wer hat gewonnen? Was, wer das erste gewonnen hat? Achso, Marty Scurll. Wir gehen die Tipps durch. Chris tippt auf Finn Balor. Freddy tippt auf Tanahashi. Und die Community tippt auf 150 Leute Finn Balor und 63 Leute Tanahashi. Ja gut. Community tippt Finn Balor. Chris tippt Finn Balor. Freddy tippt Tanahashi und der Wolf tippt Tanahashi. Prince David gegen Tanahashi. Geile Geschichte. Das will ich auch auf jeden Fall sehen. Das wird ein super gutes Match, denke ich mal. Ja, ne, es ist ironisch. Weder die WWE-Champs noch die RH-Champs reißen in der Simulation war's. Theoretisch hat auch Stone Cold bisher verloren als World Champ. Das wird zum Pay-Per-View sau spannend. Ich sag tschüss, wir sehen uns gleich wieder. Erstmal gibt's jetzt für euch Finn Balor gegen Tanahashi. Boah, geile Ansetzung, richtig geile Ansetzung. Und los geht die Show, meine lieben Freunde. Ach, schon wieder False Count Anywhere. Okay. Das Spiel bookt öfter mal Rivalität. False Count Anywhere Matches, scheinbar. Ja, gut. So, und ich bin sehr gespannt, wie sich Finn Balor bzw. Prince David, ne, wenn man seine Schminke nicht sieht, dann ist das einfach Prince David. Da braucht man nicht drüber diskutieren. Und Tanahashi. Ja. Dass Tanahashi natürlich mit seinen wolligen Haaren nicht so im Spiel aussieht wie in echt, das ist aber auch eh klar, oder? Weil Tanahashi, ne, Haare sind ja immer so ein kritisches Thema in Videospielen, dummerweise. Okay, und Tanahashi hat direkt mal Bock mit dem Crusher.
Tanahashi gegen Prince David. Ich freue mich, dass es euch Spaß macht, hier zuzugucken. Es ist sensationell, dass auch immer noch sehr viele Leute hier beim Livestream im Universe dabei sind. Ich freue mich sehr, dass euch meine Ideen gefallen und dass die Umsetzung, dass ich eigentlich gar nicht spiele und wir eigentlich nur Matches gucken, so wunderbar funktioniert. Aber was wollen wir auch diskutieren? Es ist aber auch geil, oder? Wenn selbst ich on fire bin, obwohl ich eigentlich nichts mehr mit Wrestling zu tun habe und das Spiel eigentlich ja scheiße finde, dann muss es auch gut sein, oder? Dann muss es auch ziemlich gut sein. Ich bin super spannend. Und bin jetzt vor allem dann auf die ersten Titelmatches sehr gespannt. Oh, da gibt's erstmal Codebreaker von Prince David, okay. Man kann die Rivalitäten ausschalten bei 2K16. Ja, natürlich. Aber die Rivalitäten ausschalten bedeutet auch komplett überhaupt gar keine Zwischensequenzen. Und zumindest haben wir in den Wochenshows die Rivalität zwischen AJ Styles und Super Dragon ein wenig ankurbeln können. Und ich will ja nicht alles selber machen. Dafür brauchen wir zu lang. Außerdem ist es dann unfair. Warum gebe ich XY, also Wrestler XY nicht die Chance oder die Rivalität? Und das führt dann wieder zu Ärger in der Community. Deswegen mache ich einfach gar nichts, Freunde. Bis auf wenige Titelmatches, wie jetzt zum Beispiel, weil es keinen Number One Contender auf Brock Lesnars Titel gibt oder auf Shawn Michaels Titel, da werden wir in der Community Entscheidungen machen. Ansonsten greife ich ins Universe einfach nicht ein. Ist das jetzt schon? Ich dachte jetzt schon, kommt der Frog Splash, Alter. Und die Senden geht aber letztendlich daneben. Zweimal vom Top Rope muss man natürlich nicht übertreiben. Ach so. Yo! Falls Count Anywhere ist jetzt schon seit neuestem automatisch No DQ? Really? Falls Count Anywhere heißt eigentlich nur Pin, wo man will, aber automatisch auch DQ? Ne? Okay. Alles klar. Ja, Tanahashi, ne? Zählt auch mit als einer der besten, aktivsten Wrestler der Welt. Aktivsten natürlich, ja. Garantiert auch in den Top 3 aller Zeiten vielleicht. Ja, aller Zeiten nicht. Nee, aller Zeiten nicht. Aber ist auf jeden Fall eine lebende Legende, eine lebende japanische Legende, wenn man das mal so sagen kann. Auf jeden Fall in den Top 3 aktuell von New Japan. Da braucht man, glaube ich, nicht drüber diskutieren. Und die anderen beiden natürlich, Shinsuke und Okada, von denen wir bisher noch nichts gesehen haben, aber definitiv bald tun werden, denn der ROH Tag Team Title muss ja auch irgendwann mal verteidigt werden. Eigentlich würde das zum Pay-Per-View, aber da wir bisher gar nichts von denen gesehen haben, wird darauf wahrscheinlich etwas anderes fallen. Naja, mal gucken. Wir werden schon sehen, was passiert, meine lieben Freunde. Ob natürlich der High-Flying Star, wie er auch genannt wird, in dem Spiel so rüberkommt, ne, das Spiel, ob das jetzt wirklich so viele High-Flying-Aktionen rausknallt, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber er probiert es mit dem Cover außerhalb des Rings nach dem Enzugiri. Aber das Cover geht nur bis 2. Oh, wird das wieder der Crusher. Den sehen wir aber auch verdächtig oft von vielen Leuten, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber gut, das ist halt. Ist halt auch ein geiler Move, gell? Was willst du machen? Tanahashi hat auf jeden Fall richtiges Interesse. Oh mein Gott! Der German geht, oh mein Gott, auf den Hallen im Boden. Der muss richtig fressen, Finn Balor. Beziehungsweise Prince David muss richtig fressen. Cover 1, 2. Tanahashi hat das Match total unter Kontrolle, mein Gott. Auch mit diesem Neckbreaker scheint er... Was hat Tanahashi vor? Oh, das wird doch nicht etwa der Dragon Suplex! Dragon Suplex geht durch, ist das schon das Ende? 1, 2, nein! Oh, nur bis 2. In diesem Falls Count Anywhere Match außerhalb des Rings, vor dem Kommentatorenpult, knallt
Tanahashi erstmal den Dragon Suplex raus, aber reicht nicht für Finn Balor. Die Sling Blade geht auch noch durch und ich glaube, damit dürfte Balor down sein, oder? One, two, three. Hä? Was? Ne. Der hat doch schon bis drei gezählt. Tanahashi kann es nicht fassen und das ist vielleicht die Chance für Finn Balor zurückzukommen. Nein, Tanahashi hat das technisch so unter Kontrolle. Nein, wie gesagt, einer der besten Wrestler der Welt. Da, nicht, dass Prince Devitt nicht auch ein ganz großartiger ist, aber uiuiui, gegen Tanahashi scheinbar gar keine Chance. Oh, Tanahashi, nochmal der Dragon Suplex oder was hat er vor? Ja, dann halt nochmal Dragon Suplex, nochmal auf den Hallenboden, der Nacken muss durch sein. One, two, three. Ja, und das ist auch vollkommen legitim, dass er ein zweites Mal daraus nicht auskickt. Das ist eine Wochenshow, meine lieben Freunde. Vollkommen klar, oder? Ja, das Match hat sich tatsächlich, das hat False Count Anywhere tatsächlich für ein Singles-Match, für ein One-on-One-Singles-Match hat das tatsächlich das Wort False Count Anywhere sehr ernst genommen und finde ich auch sehr, sehr, sehr geil. Muss ich definitiv loben. Tanahashi gewinnt dieses Match und ja, wie soll ich es anders sagen, meine lieben Freunde? Guck mal, wer Tanahashi getippt hat. Der Wolf und auch der Freddy. Chris und die Community gehen leer aus und damit holen Freddy und Wolf den Tipp. Tanahashi hat das schon ziemlich krass gemacht. War schon ziemlich stark. Tanahashi winkt mal kurz, sagt, ich bin auch hier einer der besten Wrestler der Welt. Und damit kommen wir gleich zum Pay-Per-View, beziehungsweise für die Leute auf YouTube, es ist heute etwas kürzerer Part, wir machen das immer noch, also wir machen das nicht immer so, manchmal mache ich auch zwei Matches pro Tag, manchmal geht die Folge 24 Minuten, manchmal geht sie nur, was weiß ich, 8 oder 9 wie heute, damit müsst ihr leben, meine lieben Freunde, denn wir wollen ja, dass ihr auch täglich Action habt und das geht halt nicht anders, wenn man nur einmal die Woche das macht und ich sage trotzdem, danke für den Support auch auf YouTube, ne? Man muss auch die Leute auf YouTube mal grüßen, ne? So, aber hier im Livestream gibt's jetzt Judgment Day.